Hallo Leute, in unserem heutigen Video werden wir uns Geschwindigkeit einschließlich Zeitlupe, Zeitraffer und Standbild ansehen. In vielen Filmvorführungen und Online-Videos werden Geschwindigkeitseffekte verwendet, um einer Szene entweder Drama oder Komödie hinzuzufügen. Die Verlangsamung eines Clips kann einem Tanzvideo nicht nur eine dramatische Wirkung verleihen, sondern es auch aufpeppen. Wenn ihr eine möglichst weiche Zeitlupe haben wollt, müsst ihr mit einer höheren Bildfrequenz drehen. Wenn wir uns ein Video ansehen, sehen wir keine tatsächlichen Emotionen. Wir sehen Tonnen von Bildern oder Einzelbildern, die nacheinander aufgenommen werden. Je höher die Bildfrequenz, desto flüssiger wird die Zeitlupe. Das Hinzufügen von Geschwindigkeit zu einem Clip kann helfen, das Tempo eures Videos auf stilistische Weise zu beschleunigen. Beginnen wir mit der Zeitlupe. Klickt mit der rechten Maustaste auf euren Clip und geht zu Geschwindigkeit und Dauer. Ihr könnt das Menü auch mit der Tastenkombination String R aufrufen. Mit dem Geschwindigkeitsschieberegler könnt ihr Geschwindigkeit hinzufügen, indem ihr ihn nach rechts zieht, oder den Clip verlangsamen, indem ihr ihn nach links zieht. Um die Geschwindigkeit zu ändern, tippt ihr in das Feld. Eine Geschwindigkeit von 1,0 ist die reguläre Abspielgeschwindigkeit für euer Video. Eine Geschwindigkeit von 2,0 ist doppelt so schnell und eine Geschwindigkeit von 0,5 in Zeitlupe ist die Hälfte der regulären Geschwindigkeit. Wenn ihr die Geschwindigkeit ändert, ändert sich auch die Dauer des Clips. Die Dauer wird durch diese vier Werte von ganz links nach ganz rechts festgelegt. Wir haben Stunden, dann Minuten, dann Sekunden und schließlich ganz rechts die letzten Einzelbilder. Wenn ihr zum Beispiel wollt, dass ein Video eine Minute lang ist, dann könnt ihr den Minutenwert auf 1 ändern und die anderen Werte auf 0 setzen. Filmora wird die Geschwindigkeit im Clip so ändern, damit sie eurer gewünschten Dauer entspricht. Rücklauf. Spielt euren Clip rückwärts ab. Ripple Edit ist eingeschaltet. Man kann damit einen Clip verlangsamen, während Clips rechts davon automatisch angepasst werden. Wenn ich auf OK drücke, bleibt der Clip rechts davon erhalten und unser Clip wird verlängert. Ihr seht einen Balken über euren Clip, der die Geschwindigkeit anzeigt. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr die Geschwindigkeit verwenden. Wir werden dies im Geschwindigkeitsmenü ausführlich erklären. Wenn ihr später auf diesen Balken klickt und an der Seite zieht, könnt ihr die Dauer des Clips ändern. Nun wollen wir versuchen, diese Aufnahme aus einem Reisevlog zu beschleunigen. Zieht den Schieberegler so weit nach rechts, wie ihr wollt, und beobachtet den Clip, um den Effekt zu sehen. Ihr könnt die Geschwindigkeit auch ändern, indem ihr die Geschwindigkeitsschaltfläche über eurer Zeitachse verwendet. Hier könnt ihr das benutzerdefinierte Geschwindigkeitsmenü aufrufen, Clip beschleunigen, Clip verlangsamen, zum Normalzustand zurückkehren, Standbild und den Clip rückwärts abspielen. Ein Standbild bedeutet, dass ihr ein Bild aus eurem Clip auswählt und es dann festhaltet. Durch Klicken auf Datei, Einstellungen und dann Bearbeiten könnt ihr auch die Standard-Freeze-Zeit ändern. Wenn ihr normalerweise wollt, dass die Dauer des Standbildes 2 Sekunden beträgt, solltet ihr 2 Sekunden in das Wertefeld eingeben. Klickt mit der rechten Maustaste irgendwo in euren Clip, den ihr einfrieren möchtet, und wählt Standbild hinzufügen. Die Tastenkombination für das Einfrieren ist Alt+F. Die Steuerung für das Einfrieren erscheint über dem Clip. Sie kann gezogen werden, um die Dauer des Standbildes zu ändern. Am Ende des Standbildes wird der Clip weiter abgespielt. Danke fürs Zusehen! Besucht unsere anderen Tutorials, um zu erfahren, wie ihr eure Videos von Anfang bis Ende aufnehmen könnt.